So, herzlich willkommen zurück zu Clicker Hero Folge 24. Die Folge ist jetzt tatsächlich relativ schneller gekommen, als ich. Ne? Hat es doch nur 2 Stunden gedauert. Die Ascension ist aber weitestgehend schon wieder vorbei. Von daher dachte ich mir, okay, komm. Es ist so warm, auf was anderes hast du keinen Bock. Und hier können wir auch. Oh! Ach, stimmt! Aldol! Ja, gut, ha, just in time. Von daher. Tatsächlich jetzt die 2. Ascension heute. Also für euch die 3. Ascension dieser Woche. Jetzt schon direkt im Anschluss quasi. Der Vorteil ist, ich habe damit bis zur nächsten Woche, also für die Aufnahme, die für euch nächste Woche kommt, dann doch etwas mehr Zeit. Das heißt, bis dahin, da der jetzt tatsächlich fertig ist, haben wir bis dahin wirklich schon die beiden Söldner. Das ist natürlich sehr geil. Sehr schön. So, hier fehlen sogar noch gerade mal 50 Level bis zum nächsten 1000. Na, komm, das kriegen wir doch locker hin, oder? Mache ich nochmal das hier und dann mache ich nochmal das hier. Ist doch hier der erste Bombe. Wie sind eigentlich aktuell unsere Stats aus? Ja, doch, würde ich mal fast sagen, sieht doch relativ gut aus. 80% Primal Chance, das ist doch heftig. Alter, auf meine Goldkisten hier. Gut. Genau, das haben wir gerade. Hier ist nichts Neues. Was willst du von mir? Achso, ja. Sowieso uninteressant. Ich bin gerade überlegen. Ich will jetzt gerne einfach mal warten, bis der hier irgendwie aktiv ist, aber ich weiß nicht, ob sich das überhaupt lohnt. Das dauert noch so lange. Würde das Ganze doch noch schneller gehen. Schneller gehen. So, wie ist eigentlich hier aus? Wie viel Engine Source? 10 Grad, meine. Nee, das kriegt er gar nichts. Mal kurz gucken. Go, bei der letzten, wir hatten jetzt. Jetzt haben wir weniger als 1000. Gut, ich habe ja, wie gesagt, die Ascension, die hat doch sehr, sehr lange gewirkt. Von daher war da natürlich ein bisschen, ne? Aber trotzdem, wenn wir jetzt, wie gesagt, nicht mal 1000, sondern tatsächlich sogar weit weniger als 1000. Vielleicht lassen wir den doch noch mal ein bisschen hier ein bisschen lieren. Klickschaden haben wir soweit gar keinen mehr, oder? Nö, wir haben alles nur idle, das heißt, klicken würde uns überhaupt nichts bringen. Dann müssen wir uns erstmal die ganzen normalen Dinger da kaufen, die für Klickschaden. Einzige, was wir machen können, ist Golden Klicks. Da weiß ich nicht, ob uns das tatsächlich Vorteile bringen würde. Obwohl. Der Typ mit den Golden Klicks ist, glaube ich, ist der stärker als Yalathas? Libertas ist ja der für Gold. Aber glaube ich, ist Golden Klicks besser als Libertas. Wobei ich das nicht weiß. Kann auch sein, dass es vollkommen falsch ist und ich gerade vollkommen falsch bin. Keine Ahnung. Ja. Warte mal ganz kurz. Achso, ja, siehst du, ich habe die ganzen Fische auch mal minimiert. Einfach weil ich es schön fand. Wir kriegen sowieso kaum Gold. Kann es sein, dass wir deswegen so viel Gold derzeit bekommen haben, wegen diesen Söldner, den wir gerade hier gesöldnert haben? Kann das sein? Weil eben, selbst wir Goldkisten kriegen wir. Obwohl doch, da wird es ein bisschen mehr. Ich dachte schon. Ich dachte schon. So. Tja, dann ist mal die Frage, ab wann kommt der eigentlich auf die nächsten 45er Level? Das ist 1, 2, 3. Na gut, das haben wir fast. Aber doch, haben wir fast erreicht. Könnten wir das tatsächlich nochmal abwarten? Hier sind auch andauernd Fische. Wobei die Fische auch nicht viel mehr Geld bringen. Oh! Eine silberne Goldkiste oder eine Silberkiste. Ja, irgendwie so. Eine Goldkiste mit Silbertalern. Gibt es den Begriff Silberkiste überhaupt? Nee, ne? Yay! So, es geht schon mal wieder ein bisschen schneller. 682 dürfte dann auch relativ schnell erreicht werden und dann gibt es ein 10-fach Damage. Ah, ja, ja.
Könnte es tatsächlich nochmal interessant werden, aber wie gesagt, letztendlich ist das jetzt gerade sowieso eine Spielerei, das bringt technisch gesehen nicht wirklich was. Ich meine, wenn wir jetzt so mit der Art und Weise hier auf 3i7 kommen würden, ne, dann, ne, aber nein. Bezweifle ich. Warum haben wir gerade mal 1, 1 und 3, 1, 81 und das bleibt schon wieder stehen? Ach, jetzt geht's. Achso, weil wir im Level nicht voranschreiten, na, da sagt mir das doch einer. Ist ja, wir hängen hier fest. Boah, Alter, dieser Unterschied zwischen, ne, hier alles düster, alles dunkel, tot und dann hier auf einmal, bumm, oh. Gratlandschaft, Sonne, Wasser. Ich glaube, ich bin im Himmel. Kam mir erst in die Hölle, bin da gestorben und kam dann in den Himmel. Easy. Irgendwie so, keine Ahnung. Aber ja, guck mal, wir bleiben hier die ganze Zeit bei 81. Das ist. Der muss jetzt echt an diesem Söldner gerade gelegen haben, dass der uns so extrem viel Gold gebracht hat. Na gut, dann bringt er sowieso hier nicht, das Warten nichts. Dachte, wir erreichen hier noch die 5000er-Grenze. Aber scheinbar nicht. Ja, komm denn. Lassen wir das Ganze auch mal hier sein. Macht das Ganze eh keinen Sinn mehr. Dankeschön. So. Dich lassen wir auch schon mal ein bisschen laufen hier. So. Wir gucken aber schon mal weiter hier. Achso, Speichern nicht vergessen. Ganz wichtig. Ganz wichtig. So. Genau. So. Dann wollen wir mal. 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14. Ah, kriegen wir. Doch, 1, ja, kriegen wir locker hin. Ab jetzt wird es mir zu teuer. Wir hieven also erstmal alle auf 1E8. Ist ja gut jetzt. Hä? So. Okay. 1E8 wäre 9E7. Bam, Fragezeichen. So, und hier wären das 9,5E6. Richtig, ja, muss ja. Das kopieren wir auch gleich mal. Aber hier, bam. Habe ich schon mal erzählt, dass ich das mit diesen Scientific Notation liebe zu rechnen, dass das unglaublich viel Spaß macht. Ja. So, für den Fall, dass ich nicht gesagt habe, doch, ich habe es gesagt. Habe ich es jetzt gesagt. So. Okay. Ich hoffe mal, das hat sich gelohnt. So, was können wir denn noch machen? Achso, natürlich erstmal hier unsere ganzen, ne? Die ganzen hier. Aufs Ganze. Hallo? Danke. 13 bis 50 geht auf jeden Fall. So, ab jetzt tut's weh und. Nee, weiter macht doch keinen Sinn. Nee. So, 2E15. Hief ich dann einfach alle auf Level 50? Oder wird mir das schon zu teuer? Nee, doch, so sollte funktionieren. Dann hebe ich einfach alle auf 50. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La 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 Batman. Ja, ich habe gerade die A-Taste gedrückt, für den, der sich gerade gewundert hat, warum es jetzt hier auf einmal gerade weitergeht. Wie gesagt, man kann das hier auch mit A, nein, mit A aktivieren und deaktivieren. Ich habe es natürlich wieder vergessen zu aktivieren. Egal. So, wir weiter hier. So, 50, 50, 50, 50, 50, 50. Lalala, 50. Okay, sieht schon mal gut aus. So, jetzt gucken wir nochmal bei unseren beiden DPS-Schlampen. Das wäre eine 3E16. Das wäre die Hälfte von dem, was wir bereits haben. Das ist mir eigentlich zu teuer. Ein von den beiden könnten wir machen, ja, aber beide, nein. Ich glaube, wir lassen es einfach so.
Vielleicht habe ich dem auch ein bisschen zu viel gegeben. Vielleicht war 5E6 doch gleich zu viel. Wahrscheinlich, ja. Ich glaube mal, hier hätte ich mal lieber auf 4E6 bleiben sollen oder sowas. Egal, ist jetzt so, dann ist es jetzt so einfach so, wie es jetzt gerade ist. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Warum brauchen wir dich eigentlich noch? Ganz ehrlich, Sid, die brauchen wir doch nie im Leben. Weg mit dir. Du irritierst mich nur. So. Sehr schön. So. Da. Und. Ja, jetzt haben wir hier natürlich die ganze Zeit dieses Schloss da rumhängen. Ach, Kacke. Egal, lassen wir so. Wie gesagt, Klick damit machen wir eh nicht mehr. Zumindest ist es nicht mehr in dieser Transcension. Ich halte mir die Option immer noch offen, dass wir vielleicht später auch mal doch Hybrid-Build wechseln. Aber jetzt erstmal reicht man mit dem Passiven voll aus und ist mir persönlich auch ganz lieb. Da brauche ich selbst nämlich nicht allzu viel machen. Ab und zu reingucken, Herr Level nachkaufen, beziehungsweise ich habe jetzt doch jetzt zwischen diesen beiden Folgen, habe ich es jetzt auch so gemacht, dass der Browser einfach zumindest über diese beiden Stunden einfach die ganze Zeit offen war im Hintergrund und dann einfach hier ein Finger drauf war. Also dieser Autotipper, Autoklicker. Für 2 Stunden dachte ich mir, okay, komm. Also, mit 2 Stunden war ja nicht geplant, sondern war ja eigentlich so lange geplant, bis die Ascension quasi, ne, so lange bis der Autoklicker hier rausfliegt. Aber, da ich jetzt dann doch auch direkt aufnehme, ist halt so. War es halt quasi durchweg offen. Weil ich sage, normalerweise lasse ich den Browser so lange auf, bis der hier rausfliegt und sobald der hier einmal rausgeflogen ist, mache ich auch den Browser zu. Manchmal mache ich den Browser auch schon direkt zu und lasse ihn dann zu und gucke nur ab und zu rein, um den manuell nachzukaufen. Je nachdem, wie ich Lust drauf habe. Ist aber für Spielgeschehen an sich sowieso irrelevant. Von daher. So, jetzt machen wir es einfach mal. Bam, Dankeschön. So. Lalalala, lange Rede, gar keinen Sinn. Hier haben wir alles gemacht. Sehr schön. Hier gibt es nichts Neues, hier gibt es nichts Neues. Hier haben wir alles, was irgendwie Sinn macht. Kannst bitte, danke. ...2E15, nee, das ist mir tatsächlich einfach zu teuer. Das kommt für 1%, das nutzt überhaupt gar nicht. Das ist, nee, lassen wir alles. Lassen wir alles so, wie es ist. So wie es ist gut. Denke ich mal. Oh, wir haben eine Biene. Ein episches. Wie heißt diese Dinger hier? Wie heißt die Dinger nochmal? Relikt? Oder wie hieß die Dinger? Da war doch Relikte hier, oder? Ich glaube schon. Ein episches Relikt auf jeden Fall. Ankamen. Leicht zu verwechseln, weil es gibt auch noch dieses hellgrüne. Und das ist quasi das genaue Gegenteil, weil Uncommon ist natürlich quasi noch schlechter als Common. Also, das ist quasi geläufig. Das hier ist Schrott, wenn du so möchtest. Und da gibt es, wie gesagt, dieses hellgrüne. Und das ist. War das Fable oder war Fable das hellblaue? Ich weiß jetzt gar nicht. Auf jeden Fall, eins dieser beiden hellen Farben ist auf jeden Fall Fable und dann gibt es halt, also Fabel im Sinne von. Ja. Jetzt muss ich gerade gucken, dass ich keine Scheiße erzähle. Die beiden Wörter kann man sehr leicht verwechseln. Oh, das machen wir mal anders. Ja, so Google hier, danke. So. Clicker, Hero. So, Fable Merchant da. Und dann Deutsch.
frage ich mich, ob es einfach nur fabelhaft heißt oder ob es Fabel, also angelehnt an Fabelwesen quasi, weißt du? Ach, machen wir einfach so hier. Also doch, Fabelwesen. Eben, weil an das dachte ich auch, aber es hätte auch sein können, dass ich einfach komplett dumm bin und es einfach nur fabelhaft heißen soll. Aber nee, es heißt tatsächlich Fabelwesen. Ne? Sagenumwoben. Fantastisch, super. Hä? Ah, warte, jetzt wird's. Alter. Muss mal. Hä? Danke. So, wir müssen mal jetzt gucken. Was heißt denn? Bevorstehende Änderungen am Verlauf. Die Übersetzungsverlauf steht bald nur noch zur Verfügung, wenn du angemeldet. Ich bin noch angemeldet. Außerdem ist doch das schon länger bekannt. Warum nervst du mich jetzt damit? Ficken. So. Oh, man kann jetzt auch Dokumente übersetzen. Das ist auf jeden Fall neu. Gibt's auch SRT? Natürlich SRT natürlich nicht. Das einzige Dokumententyp, wo es interessant wäre, ist natürlich nicht drinne. Und Untertitel, ne? Also hier diese Untertiteldateien. Wenn du welche Videos hast, wo, weiß nicht, nur deutscher Untertitel vorhanden ist, oder halt nicht deutscher, ne? Wenn du einen Film suchst, der irgendwie im Englischen rauskam, habe ich meistens zum Beispiel aus dem Japanischen, ne, bei japanischen Animes, wenn es dann nur englischen Untertitel gibt, dass man den quasi auch ins Deutsche übersetzen kann. Wäre geil, wenn sowas hier auch gehen würde, aber das ist natürlich das einzige Format, was hier nicht vorhanden ist. Weißt du, es gibt hier alles. Sogar RTF, was heutzutage keine Sau mehr benutzt. Gibt es noch irgendeinen Menschen, der RTF benutzt? Also für die, die es nicht wissen, Rich Text Format ist der Vorläufer vom DOC-Format. Also das ist so von vor 2000. Wird heute auch noch eingesetzt? Ja. Meistens für solche Sachen wie README-Dateien. Also ist quasi da, wo man TXT noch einsetzt, nutzt man meistens auch noch RTF-Dateien. Aber ansonsten halt nirgendwo mehr. Ja. Egal. Weil, wir wollten was anderes machen, und zwar hier. Fabelwesen. Heißt auf Deutsch Fabelwesen. Okay, das hab ich mir nämlich fast gedacht. Eben, weil ich wusste doch, Fabelwesen heißt Fabelwesen. Spaß. So. Hä? Ich hab's doch richtig geschrieben. Warum übersetzt das denn nicht? Nani? Oder heißt das auf Englisch auch Fablewesen? Auf Deutsch Fablewesen, auf Englisch Fable. Ah, ach, Mystical. Stimmt ja, das Wort gibt's ja auch noch. Ach Gott, warum gibt's so viele Wörter? Ich hab ein Fable. Fabeln. Gibt es echt ein Verb fabeln? Okay. Stimmt tatsächlich, ja, eben von Fensterfabeln. Habe ich aber noch nie jemand gehört, der sowas gesagt hat. Ich meine, jetzt aus grammatischer Sicht macht es Sinn, ja, aber ich habe noch niemanden gehört, der sowas gesagt hat. Von Gespensternfabeln. Sagt man das so? Ich meine, gut, in der guten deutschen Sprache würde man einfach sagen, von Gespenstern schwafeln oder sowas, ne? Schwafeln. Ah, das Wort gibt's sogar. Wandel. schön. Okay, wir sind komplett abgedriftet. Was wollte ich eigentlich gucken? Ach, genau, hier, wegen diesen, genau, können wir gleich mal gucken hier. Wo waren wir gerade? Klicker. Ja, klar, mit Doppel-I. Ist richtig. Hey, wow. Ach Gott, wie heißen die Dinger? Nicht Antiken. Mann, ich bin raus. Ach genau, Relikte. Was? Kein Treffer? Jetzt muss man kurz gucken. Erde an Google. Erde an Internet. Erde an Browser.
Hallo? Klicker-Yoga. Ah, jetzt geht's. Was zur Hölle? So. Genau, das hier. Okay, also war doch das hellgrüne, war nämlich dieses, genau. Mystical gibt es tatsächlich auch noch als Wort, okay. Legendary und Transcendent. Transcendent. Aber so krass ist die Steigerung gar nicht, ne? Wenn man jetzt hier mal vergleicht. Oh, okay. Dann habe ich es doch falsch übersetzt. Dann ist Uncommon doch besser als Carmen. Ich dachte mal so andersrum. Ist ja letztendlich doch egal. So, was bist du jetzt? 46? 4? 4, Alter, ernsthaft? Komm, du kannst immer direkt getauscht werden. So, 30. Die Frage ist, was mache ich hier eigentlich gerade? Ich meine, letztendlich bringt tut's auch eh nichts. Also, was wir hier machen, ist komplett... hat null Effekt. Lassen wir es einfach mal. Haben wir jetzt 30 Forge-Core. Ich weiß nicht, diese Forge-Cores, die werden, glaube ich, auch verwurstelt bei der Transcendent. Bei der Transcension. Können wir mal ganz kurz nachgucken. Glitter Heroes Forge-Cores. Nein! Jetzt habe ich das Spiel geschlossen. dann bitte einmal duplizieren und du bitte einmal wieder zurück. Dankeschön. Ja. So, Forged Cores. Spending Forge Cores. Forge Cores only have one purpose. And this is to upgrade. Ja, okay, hat also nichts anderes. Ach, scheiße. Each time I correct, because of low starting cost of upgrading the rigs, it was nice. Now its fortunes are kept up in sanction, but lost of transcension. However, forge costs were introduced and patched lola along with the rigs, but they had no use until patched server. LOL. Prior patch and maximum level on rank and half is 50. But hey, no, 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 then you cannot ascend and run your account to upgrade out of your. Ja. So Nummer Forges, ja. Ja, hat also außerhalb dieser komischen Dinger absolut keinen Sinn, absolut keinen Zweck, absolut keine Überlebensberechtigung. Darf also offiziell sterben. Einfach so. Because they can. So. Machen wir mal erstmal weiter hier. So, schwupps da wupps. Na komm. Tu immer darauf. Warum schwuppst du jetzt gerade so? Was ist gerade geschehen? Hallo? Was ist denn jetzt schon wieder los? Ist doch... Nani? Wait a minute. Ist hier gerade schon wieder irgendwas böse? Okay. Meine Aufnahmeprogramm ist böse. Warum ist ein Aufnahmeprogramm böse? Oder ist das einfach nur, das war wahrscheinlich gerade das zusammengesetzte Dingsdabungs da, ne? Wo bist du? Ach komm. Yes. Was war denn jetzt suchen? Oh. Da. Ja genau, es ist wie das hier dieses übersetzte was? Über ficken. Das hing auf jeden Fall. Dass das über 100% ist, ist klar, weil das hängen auch die Sachen hier mit rein. Ja, ist auch egal. Warum auch immer. Was? Ich keine Ahnung. Leck mich am Arsch hier weg. So. Whatever. So. Der ist gleich wieder auch bei der nächsten 1000er-Stufe. Hier schaffen wir die nächste 1000er-Stufe wenigstens auch. Haha, schon aber das Zehnfache. Gut, macht jetzt keinen Unterschied. Ich meine, das ist sowieso schon so komplett OP, aber egal. Gut. Hier brauchen wir jetzt mindestens, na wenn wir jetzt, was, wenn wir 100 schaffen, also wenn wir wieder 1000 schaffen, dann müssten ja 15 hinzukommen, oder? Ich glaube, war das genauso. Ja,
So, hier gibt es erstmal nichts zu machen, hier gibt es auch nichts zu machen. Da, hier waren wir gerade. Gut, dann sind wir soweit durch. Dann würde ich mal sagen, das war's für diese Folge. Dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann dürften dann auch endlich mal mein Hirn. Mann, nicht Outsider. Die Söldner, genau. Bis dahin dürften dann auch die Söldner fertig sein und dann, nein, 7 Stunden, das wäre dann, ja doch, das dürfte passen. Genau, dann haben wir, können wir, wenn die überleben sollten, ist ja auch immer noch in der offenen Fragestellung, keine Ahnung, also ist auch noch offen. Also auf jeden Fall, wenn sie überleben, dann können wir dann, haben wir 4, dann können wir den einen von den 4 dann auf 9 ansetzen und die anderen 3 können wir dann tatsächlich benutzen, um damit dann andere Quests zu machen. Ja, genau das. Ach, deswegen ist er nur etwas mehr als 7 Stunden, weil der hier 8% wieder Speed hat. Der hier auch. LOL. Bekloppt. Okay. Ja, dann soll es das erstmal damit gewesen sein. Dann würde ich mal sagen, jetzt aber wirklich, sehen wir uns bis zur nächsten Folge. Was? Nein. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. So rum. Bis zur nächsten Folge sich zu sehen, ist ganz schön komisch. Ja. Lass ich ihn offen? Oder schließe ich den Browser? Ich glaube. Gespeichert habe ich ja gerade. Ich schließe den Browser. Weg damit. So, na dann. Tschüss.